Guten Abend. Heute ist Matthias Görn mein Gast auf dem H1-Sofa. Ganz viele Menschen in Hannover kennen ihn als einfallsreichen und rührigen Vorsitzenden des Freundeskreises Hannover. Aber das ist sein Ehrenamt. Seit Juli 2019 leitet er die Stadtentwässerung. Und die ist viel wichtiger für unseren reibungslosen Alltag, als viele von uns wissen. 365 Tage wird dort rund um die Uhr gearbeitet und an Zukunftsstrategien für unsere Umwelt, für unser Klima und die Energiewende gebastelt. Spannende Themen, über die wir jetzt reden wollen. Hallo, Herr Görn. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Also die meisten Menschen denken ja, Wasser ist zum Waschen da, dann wird der Stöpsel gezogen und das Wasser ist weg und keiner weiß, was so passiert, weil man nicht so genau sieht, was bei Ihnen passiert. Sie haben uns ganz tolle und interessante Zahlen mitgebracht über die Stadtentwässerung. Vielleicht sagen Sie uns die mal. Ja, das ist sehr spannend. Vieles der Stadtentwässerung findet ja im Verborgenen statt. Man sieht es nicht, weil es unseren Füßen liegt. Und beispielsweise unseren Füßen liegt das drittlängste Kanalnetz in Deutschland. 2548 Kilometer liegen. Das entspricht ungefähr der Distanz von Hannover nach Lissabon. Ei, das ist ja viel. Ja. Und wie viele Anschlüsse oder wie viel? Weil jeder kennt die Gullis, die wir in den Straßen sehen. Haben Sie da auch so ein paar Zahlen? Ja, klar. Also wir reinigen das Wasser von 750.000 Menschen auf dem Stadtgebiet Hannovers und den Umlandgemeinden von Laatzen bis Garbsen. Wird das Abwasser in zwei Großklärwerken gereinigt. Und ja, wir haben zum Beispiel 60.000 Straßenabläufe, die im Stadtgebiet verteilt sind. Das sind nur ein paar wenige Zahlen, die ich mitgebracht habe. Ja, das ist wirklich sehr beeindruckend. Nun ist die Stadtentwässerung ja schon 125 Jahre alt. In diesem Jahr ist das Jubiläum. Die ist sicher immer gewachsen und immer aufwendiger und besser geworden. Was für eine Rolle spielt die Stadtentwässerung jetzt, sagen wir mal, wenn wir die städtischen Eigenbetriebe oder städtische Vermögen sehen? Das ist ja sicher ein dicker Brocken da. Das ist richtig. Also das ist eine der größten Vermögenspositionen, die die Landeshauptstadt hat. Alleine das Anlagevermögen, also die Sachanlagen, Kanäle und Klärwerke haben einen Wert von über 817 Millionen Euro. Und es ist insgesamt der fünftgrößte Betrieb seiner Art in Deutschland. Also das unterstreicht schon mal, dass wir hier nicht über einen kleinen Betrieb sprechen, sondern über einen Umweltbetrieb, der wirklich auch Maßstäbe setzt. Ja, das ist ganz viel Verantwortung für Sie. Aber ich habe mich so irgendwie gefreut, dass Sie so zwei so ganz tolle Slogans für Ihre Arbeit haben. Der eine heißt, wir machen Zukunft klar. Und der andere heißt, wir klären das. Und bei dem letzteren Slogan, da fiel mir ein, also eigentlich war die Leine ja immer der am meisten verschmutzte Fluss in den 60er Jahren, ging ja gar nichts in der Leine. Wir klären das. Wie sieht es denn heutzutage aus mit der Leine? Naja, wir sehen ja beispielsweise auch eine Diskussion, wir wollen wieder baden gehen in der Leine als ein Beispiel. Also der Fluss ist heute vital, über 40 Fischarten sind in der Leine zu Hause. In den 60er Jahren waren das vielleicht gerade 5 Fischarten. Also insofern, die Leine ist ein Fluss, der sich deutlich erholt hat und dazu haben viele Maßnahmen zu beigetragen. Insbesondere, dass wir halt eben die Abwässer, die Großstädte wie Hannover oder auch andere Städte produzieren, heute durch moderne Kläranlagen reinigen und insofern auch eine Vorsorge für unsere Zukunft leisten. Ich denke, Sie erklären uns gleich noch, wie so eine Kläranlage funktioniert. Aber bevor wir so richtig über die Arbeit reden, wollen wir ein bisschen über Sie reden. H1-Fragebogen kennen Sie vielleicht schon aus unseren Sendungen. Ganz kurz 10 Sätze ergänzen. Ich lebe gerne in Hannover, weil? Weil es die schönste Stadt auf der Welt ist. Oh, schön. Mein schönster Platz in Hannover ist? Ist zum Beispiel am Maschsee, weil man sehr schön das Wasser genießen kann und also ein schöner Platz, um mal die Seele baumeln zu lassen. Ich engagiere mich so sehr als Vorsitzender des Freundeskreises, weil? Weil es Freude macht, so eine Stadt lebendig und bürgernah zu gestalten. Mein Lebensmotto lautet? Ja, Lust, Neues zu entdecken und zu gestalten. Mein Vorbild ist? Mein Vorbild ist mein Onkel. Das war ein ehrlicher Handwerksmeister. Von dem habe ich viel gelernt. Und insofern trägt er vieles dazu bei, was ich heute bin. Also Sie sind kein Theoretiker. Sie packen auch schon mal gerne mit an. Ne?
Meine Stärke ist es. Ja, das ist eine große Begeisterung, auch für die Themen, die mich antreiben, diese auch einzubringen. Und das ist etwas, was mir wichtig ist. Was sind das denn für Themen? Naja, die Themen sind zum Beispiel einfach auch Dinge zu gestalten, auch Zukunft zu bewegen, Innovationen anzustoßen und einfach dazu beizutragen, dass wir irgendwann auch einer künftigen Generation einfach eine funktionierende Stadtentwässerung übergeben können, dass wir eine Stadt haben, die lebenswert und liebenswert ist und dass wir uns einfach für das engagieren, ja, was uns ausmacht. Das sind die Menschen, die hier leben, die haben mich immer begeistert und das ist etwas, was mir wichtig ist. Sie sind da mit der Stadtentwässerung auf sehr gutem Weg, aber darüber werden wir gleich noch reden. Ich wollte nämlich auch noch wissen, meine kleine Schwäche ist. Meine kleine Schwäche, das ist der Kühlschrank und die versuche ich gerne zu vermeiden, aber es gelingt mir nicht immer gut. Am besten erhole ich mich. Ja, am besten erhole ich mich am Wochenende auch zu Hause, vielleicht beim Spaziergang mit meiner Frau und dem Hund. Dann weiß ich schon, was Sie für meine letzte Satzergänzung sicher sagen werden. Ich könnte nicht leben ohne. Ja, ohne meine Familie. Dazu gehört meine Frau, dazu gehören zwei Töchter, Annika und Hanna. Und, wie alt? 15 und 20. Und ja, unser Hund Emma, der vervollständigt das Ganze. Sehr schön. So, die Töchter, fragen Sie sie manchmal nach ihrem Job? Oder ist das nicht so interessant für die Töchter? Ach, hin und wieder wird man schon danach gefragt, aber die haben eigene Themen, die für die wichtig sind. Und das ist auch gut so. Das ist auch gut so. Herr Görn, Sie waren vor dieser Tätigkeit Betriebsleiter im Landesmuseum. Landesmuseum, das klingt jetzt so nach Kunst und Kultur. Stadtentwässerung klingt so ein bisschen, Entschuldigung, nach Schmutz und Gestank, um es mal ganz deutlich zu sagen. Was hat Sie denn gereizt, diese Aufgabe als Chef der Stadtentwässerung zu übernehmen? Als sich diese Frage gestellt habe, habe ich mich mit diesen Themen auseinandergesetzt. Und Wasser ist eines der großen Zukunftsthemen, mit denen wir uns beschäftigen. Das ist das, weswegen die Pflanzen wachsen, wovor wir uns auf der anderen Seite auch schützen wollen, wenn es dort steht, wo es nicht hingehört. Und vor allen Dingen ist es auch wichtig, wie bekommen wir Wasser sauberer? Und da vereinen sich so ganz viele Themen, die mich bewegen. Einfach ist es ein Thema, was unglaublich großen gesellschaftlichen Nutzen stiftet. Auf einige Punkte werden wir noch eingehen. Und dabei liegt so viel Entwicklungsmöglichkeiten. Wir sind heute in einer Zeit, in der wir viel besonderer mit dem Klima umgehen, mit unserer Umwelt. Und genau das lässt sich dort sehr gut verwirklichen. Ja, das interessiert mich und interessiert sicher auch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Was passiert eigentlich mit unserem Abwasser, wenn ich den Stöpsel ziehe oder die Toilette spüle oder den Eimer Putzwasser ausgieße? Können Sie das mal so in Kurzform erklären, was da mit dem Wasser dann passiert? Genau, das kann ich gerne erklären. Also wenn man den Stöpsel zieht, dann fängt die Reise des Wassers eigentlich an. Und was man nicht sieht, unseren Füßen liegen also eben kilometerlange Abwasserleitungen, Kanäle, über kleine Kanäle läuft es in immer größere Kanäle hin, bis es am Ende auf einem der beiden Klärwerke ankommt. Und dort wird das Wasser zunächst einmal von grobem Unrat und Schmutz befreit, über Rechen. Dann wird Sand und andere Dinge, die dort dabei sind, wird dort entfernt und dann geht es in eine Fortleerung. Dort setzen sich weitere Schmutzpartikel ab und dann geht das Abwasser weiter. Das ist eine Reise, die dauert auf einem Klärwerk ungefähr 24 Stunden, bis es wieder gereinigt rausgehen wird. Ja, und unsere wichtigsten Mitarbeiter sind die Mikroorganismen, die dann ihr Werk vollrichten. Und die werden zunächst ausgehungert, in denen Sauerstoff entzogen wird. Und dann, man kennt das, dann haben die so einen richtigen Heißhunger. Und dann bauen die ganzen Kohlenstoffverbindungen ab, an denen sich auch die ganzen Schmutzpartikel angehaftet haben. Und also dann sind sie so richtig hungrig darauf und reinigen das Wasser damit. Und zu guter Letzt setzt sich dieser sogenannte Klärschlamm dann am Boden ab und das frische Wasser wird dann wieder in den Kreislauf des Wassers zurückgeführt. Das ist so ein Kurzform. In die Leine Leine. Ja. Und das sind am Tag 157 Millionen Liter Wasser. Am Tag 157 Millionen Liter? Richtig. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass so viel Wasser hier durch Hannover fließt. Haben Sie mal gerechnet, wie viel das in der Sekunde ist? Ja, also auf so einem Klärwerk kann das in Spitzenzeiten zwischen 800 bis zu 2000 Liter pro Sekunde ankommen.
Und wenn man sich vergegenwärtigt, wir reinigen jedes Jahr etwa so viel Wasser, wie 2,5 Mal in das Steinhuder Meer passen würde. Und das sind gigantische Mengen von Abwasser. Und es ist auf der anderen Seite auch ein wertvoller Rohstoff. Also das stellen sich die meisten Leute überhaupt nicht vor. Ich bin auch ein bisschen platt. Nun, was mich auch bewegt, von den Meeren und von den Flüssen hört man ja immer viel von Plastikmüll, von Belastung durch radioaktive Stoffe aus den Praxen der Ärzte, Medikamentenrückstände. Wie besorgnis ist das denn, erregend ist das denn für Sie? Haben Sie da ein spezielles Problem oder schaffen Sie das überhaupt, solche speziellen Rückstände auch aus dem Wasser rauszuholen? Also eine große Errungenschaft sind die großen Kläranlagen, die gerade gebaut worden. Die meisten stammen so aus den 80er Jahren heraus. Und wir sind mittlerweile dabei, dass wir die nächste Stufe, die Reinigungsstufe, besprechen müssen. Dabei geht es vor allen Dingen darauf, wie wir Spurenstoffe im Wasser herausfiltern können. Dazu gehören Röntgenkontrastmittel, Arzneimittelrückstände, Diclofenac zum Beispiel, was eine Voltarensalbe ist, und andere Stoffe, die im Abwasser noch drin sind, die man aber mit der herkömmlichen, heute verfügbaren Technik nicht herausfiltern kann. Und deswegen wird es wichtig sein, eine weitergehende Abwasserreinigung zu machen, um diese Stoffe herauszufiltern. Daran arbeiten wir gerade und da hat Hannover sicherlich auch eine Vorbildfunktion und das wollen wir dann auch realisieren. Ist das denn eine sehr kostspielige Angelegenheit? Das heißt, sind da besonders viele Investitionen für notwendig, um auch diesen Reinigungsgrad zu erreichen? Ja, das ist ganz häufig so. Die meisten Partikel und Stoffe im Wasser lassen sich relativ einfach entfernen. Und je aufwendiger und wirksamer das Ganze wird, desto mehr Investitionen sind notwendig, desto anspruchsvoller wird die Technik sein. Und deswegen wird man auch darüber diskutieren müssen, ob man Hersteller daran beteiligt, an diesen Kosten. Denn das alleine auf Verbraucher abzuwälzen, das ist aus unserer Sicht und aus meiner Sicht nicht unbedingt der richtige Weg, sondern davor braucht es auch einen vernünftigen Ausgleich der damit entstehenden Kosten. Gibt es da schon Initiativen? Klingt ja spannend. Warum soll der Verbraucher alles das selber durch noch höhere Gebühren oder so bezahlen? Ne? Genau, genau. Wir haben gerade vor wenigen Tagen eine Tagung abgehalten, weil wir aus Anlass unseres Jubiläums einen Blick in die Zukunft werfen wollten und haben die Frage gestellt, welche Themen kommen in den nächsten 5 bis 10 Jahren zu. Derzeit wird über die Spurenstoffe noch auf Bundesebene diskutiert. Mhm. Es gibt erste Anlagen, die in Süddeutschland stehen. Und wir rechnen damit, dass das eben auch hier in Niedersachsen in den nächsten Jahren Einzug halten wird, um einfach auch unsere Trinkwasserbrunnen zu schützen, um einfach eine Vorsorge zu treffen, dass man diese Stoffe am Ende nicht in Fischen wiederfindet. Und das wird wichtig sein. Ja, klar. Ich habe da was ganz Spannendes gehört. Ihre Labore können auch Coronaviren im Abwasser auch feststellen? Erzählen Sie doch mal, das klingt ja in der heutigen Zeit wahnsinnig spannend. Ja, das ist sehr spannend, weil man sieht auch daran, wie vielseitig das Thema Wasser und Abwasser sein kann. Also Hintergrund dazu ist, dass man im Abwasser Coronaviren nachweisen kann. Man kann sich allerdings im Abwasser nicht mehr anstecken. Und die Abwassersysteme werden in vielen europäischen Städten schon als Früherkennungssystem genutzt, um beispielsweise Krankheitserreger zu finden oder beispielsweise Drogentests zu machen und so weiter. Das kann man tun. Und wir haben hier ein Projekt aufgelegt, bei dem wir das Abwasser an 8 Stellen auf Coronaviren untersuchen. Und die Daten nutzen dann die Gesundheitsbehörden als Früherkennungssystem. Ja. Sie können jetzt nicht sagen, in Haus Nummer 8 ist Corona, aber Sie können sagen, in diesem Viertel oder in diesem Bereich. Wie groß ist der Bereich ungefähr, in dem Sie das feststellen können? Ja, wir haben das aufgeteilt nach dem Kanalsystem, dass wir etwa eingrenzen können. Im Norden, im Süden, im Westen haben wir vielleicht gewisse Schwerpunkte und dann kann man einfach sein Testgeschehen, seine Vorsorgemaßnahmen sehr gut darauf anpassen. Und das ist halt auch von daher besonders interessant, weil wir auch auf Mutanten suchen könnten. Ja. Und es gibt einen großen Vorteil, weswegen wir das machen. Wir können bis zu 10 Tage früher, als es die herkömmlichen Tests feststellen können, wenn zum Beispiel eine nächste Infektionswelle bevorsteht. Das ist ja hochspannend. Das, glaube ich, haben auch die wenigsten gewusst, dass die Stadtentwässerung auch in diesem Bereich so hilfreich sein kann.
Aber ich würde noch mal zu den von Ihnen vorhin beschriebenen Kläranlagen zurückkommen. Da gibt es eine spannende Zahl, die habe ich so von Ihnen gehört, dass diese Klärwerke oder dieser ganze Vorgang der Wasserreinigung also ein wahnsinniger Stromfresser ist, dass also rund 20% des gesamten von der Kommune gebrauchten Stroms alleine da reingeht. Was passiert denn da eigentlich, dass sie so viel Strom fressen? Und vielleicht können wir dann auch gleich darüber reden, welche Schlussfolgerungen Sie inzwischen schon daraus gezogen haben. Das können wir gern tun. Also Kläranlagen sind einer der größten kommunalen Stromverbraucher. Sie brauchen etwa 20% des Stroms, den die kommunalen Nutzungen insgesamt benötigen. Und wenn wir über Energiewende sprechen, dann müssen wir uns diesen Punkt auch anschauen. Wozu braucht man den Strom? Zum Teil für Pumpen, die das Abwasser bewegen auf den Anlagen, aber es ist nur der geringste Teil. Denn der größte Teil wird benötigt, um mit großem Aufwand Luft in die Belebungsbecken. Das sind diese großen Becken, in die diese Mikroorganismen tätig sind. Und die brauchen, Sie vorhin sagten, dass die die Arbeit machen. Ne? Richtig, genau. Und die brauchen Luft, die brauchen den Sauerstoff. Ja. Also die Luft wälzt das Wasser um, der Sauerstoff ernährt die Mikroorganismen. Und insofern sind sie wichtig, damit der Gesamtprozess funktioniert. Das muss rund um die Uhr passieren. Und deswegen braucht man dort unglaublich viel Energie. Wie viel so ungefähr im Jahr? Ja, also ungefähr alleine für das Klärwerk in Hannover-Herrenhausen brauchen wir 13 Gigawattstunden Strom. Oh, ja. Das ist eine ganze Menge und insofern ist das wichtig. Wir produzieren auch eine ganze Menge Strom in eigenen Blockheizkraftwerken. Wir produzieren Methangas und machen dieses Methangas, wandeln wir um zu Strom und zu Wärme, die beide Stoffe auf der Kläranlage verwendet werden. Und wir wollen aber diese Lücke auch schließen zwischen den 10 und den 13 Gigawattstunden Strom. Gibt es noch eine Lücke und die wollen wir schließen. Ah, Herausforderung für die Umweltpolitik. Aber Sie haben ja auch einen schönen Slogan. Sie sagen eigentlich, wir wollen zum Stromfresser, zum Energieproduzenten der Zukunft werden. Und da hört man immer wieder, fällt wieder das Wort grüner Wasserstoff. Entschuldigung. Was läuft denn da? Ja, das ist sehr spannend. Bei den meisten Wasserstoffprojekten wird der Sauerstoff, der dabei entsteht, in dem Wasser durch Zugabe von Strom gespalten wird, in Sauerstoff und in Wasserstoff, wird der Sauerstoff eigentlich nicht genutzt. Und wir haben dieses Prinzip umgekehrt, denn Sauerstoff braucht man in der chemischen Industrie, vielleicht in Krankenhäusern, aber vor allen Dingen auf Klärwerken. Es gibt 9000 Kläranlagen in Deutschland und wir wollen das großtechnisch ausprobieren, indem wir den Sauerstoff, der dabei entsteht, nutzen wollen. Und damit das Ganze gelingt, wollen wir quasi selber unseren grünen Wasserstoff herstellen. Was ist denn so Ihre Vision, was Sie da schaffen könnten mit dem grünen Wasserstoff? Naja, wir haben das Prinzip einfach mal umgedreht. Wir diskutieren darum, wie wir klimaneutral werden können als Gesellschaft, wie wir klimaneutrale Mobilität betreiben können. Und wir wollen den Wasserstoff bereitstellen, zum Beispiel für Busse von Regiobus und Östra. Da haben wir ein sehr schönes gemeinsames Projekt aufgelegt. Wollen auf der anderen Seite die Energieeffizienz der Klärwerke nutzen und alle Prozesse und Produkte nutzen. Dazu gehört es auch, die Fernwärme dann entsprechend auch einzuspeisen, also die Abwärme, die dabei entsteht. Das sind die Dinge, die wir uns vorgenommen haben. Und eines zum Beispiel auch, wir wollen kein wertvolles Trinkwasser für die Elektrolyse nutzen, sondern wir nutzen das Wasser, was wir selber haben. Das ist ja hochspannend und sicher ganz ausbaufähig. Heißt das, Sie haben so die Vision, irgendwann fahren die Östra-Busse mit Wasserstoff, grünem Wasserstoff aus der Stadtentwässerung? Genau so wird das sein, wie Sie es sagen. Das ist die Idee dahinter. Man muss diesen Wasserstoff klug einsetzen. Ja. Dabei geht es vor allen Dingen um die langlaufenden Linien, also die Überlandlinien oder Fernverkehrslogistik oder kommunale Sonderfahrzeuge. Diese Fahrzeuge stehen im Vordergrund, also all die Fahrzeuge, die man nicht mit batterieelektrischen Antrieben betreiben kann und sollte. Ist ja hochspannend. Jetzt ist nur die Frage der Kosten. Ist das durch dieses Verfahren jetzt teurer oder vielleicht sogar billiger? Also das ist sehr spannend, weil wir mit der Leibniz-Universität zusammenarbeiten. Wir haben das Ganze durchgerechnet und wir sind in der Lage, indem wir, das Stichwort heißt Sektorenkopplung, Dinge zusammenbringen, die man sonst auf der grünen Wiese stellen würde,
Und indem wir alle Produkte nutzen, sind wir 15% günstiger als andere Produkte, als andere Projekte. Und insofern können wir auch den Wasserstoff sehr viel günstiger anbieten, als es in anderen Projekten möglich wäre. Als Beispiel, der Wasserstoffpreis heute an der Tankstelle ist 9,50 Euro. Und wir planen einen Verkaufspreis zwischen 4,50 Euro und 5 Euro. Und das ist ungefähr das Niveau von einem Liter Diesel. Und dann macht das wirtschaftlich vor allen Dingen Sinn. Das ist ja eine Riesenherausforderung. Man sieht ja, das Klärwerk Herrenhausen wird enorm aufgerüstet und aufgebaut. Welche Rolle spielt das Klärwerk Herrenhausen in diesem Zusammenhang? Und was passiert da überhaupt gerade so im Augenblick? Das Klärwerk Herrenhausen, das wird umfangreich modernisiert. Was man sieht, sind diese prägenden Faultürme, die einfach so auch so eine Silhouette darstellen. Das sind wichtige Dinge. Das Klärwerk Herrenhausen ist auch das älteste Klärwerk in Niedersachsen, was gewachsen ist im Laufe der Zeit. Und viele Anlagen müssen erneuert werden, müssen auf den Stand der Zeit gebracht werden. Und das machen wir hier sichtbar im Klärwerk Herrenhausen, aber auch in unserem zweiten Großklärwerk sind sehr viele Investitionen geplant. Was ist denn sehr viel? Ja, das sind große Zahlen. Wir haben einfach mal zusammengetragen, um einfach deutlich zu machen, was braucht man, um eine funktionierende Abwasserinfrastruktur zu betreiben. Und bis zum Jahr 2035 sind das bis zu 2 Milliarden Euro, die wir investieren müssen. Das ist erstmal eine große Zahl, die erschreckt. Aber es ist wichtig, dass wir uns auf den Weg machen. Und wenn es 2040 wird oder 2045, ist es auch gut. Wichtig ist einfach, dass wir anpacken. Und ja, so wie öffentliche Straßen, so wie Brücken aussehen, andere Gebäude, ist es jetzt wichtig, dass wir in unsere Zukunft investieren. Das wollen wir tun. Ja. Und dabei erfahren wir auch viel Unterstützung. Naja, 2035 ist ja auch ein wichtiges Datum. OB Ohne hat kürzlich erst betont, dass es das Ziel ist, dass Hannover bis dahin klimaneutral ist. Wie realistisch ist denn und was wäre denn an diesem Ziel von Herrn Ohne? Ja, der Beitrag der Stadtentwässerung, können Sie erheblich dazu beitragen? Halten Sie es überhaupt für realistisch, dass das zu schaffen ist? Ja, ich glaube, wenn wir eines gelernt haben, dann ist es wichtig, dass wir jetzt ins Handeln kommen müssen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir sichtbare Zeichen setzen müssen. Das wird wichtig sein. Das sind kleine Schritte. Wir stellen unseren Fuhrpark zum Beispiel im Pkw-Bereich konsequent auf Elektrofahrzeuge um. Das heißt, wir kaufen keine Verbrenner mehr. Wir beschäftigen uns mit unseren LKWs, wie wir sie zum Beispiel klimaneutral betreiben können. Das wird wichtig sein. Ich glaube, das ist richtig und das haben ja auch alle Parteien übereinstimmend gezeigt, dass es wichtig ist, in Klimaschutz zu investieren. Wir müssen die Erderwärmung absenken. Und ich glaube, das ist wie ein Puzzlestein. Da müssen alle Akteure einer Stadtgesellschaft müssen einen Beitrag dazu leisten. Insofern ist das für die Stadtentwässerung auch selbstverständlich, dass wir auch unseren Beitrag dazu leisten. Das bedeutet für uns Energie einzusparen, das bedeutet in klimafreundliche und innovative Techniken zu investieren, sodass wir am Ende dann eben auch ein Teil der Lösung und nicht ein Teil des Problems sind. Naja, der Klima ist ja das Thema Nummer eins, spätestens nach den verheerenden Hochwassern in Süd- und Westdeutschland haben ja auch die größten Klimamuffel, glaube ich, begriffen, dass man darüber diskutieren muss. Herr Görn, könnte so eine Katastrophe, so eine verheerende Hochwasserkatastrophe, wie da in West- und Süddeutschland war, eigentlich auch in Hannover eintreffen? Ja, das war ein sehr plakatives Zeichen auch für die Veränderung unseres Klimas. Aber jetzt muss man dazu wissen, man kann das nicht eins zu eins übertragen. Also dort muss man, sage ich mal, die Lage muss man berücksichtigen, auch dieses Wetterphänomen, was sich dort über Tage festgesetzt hat. Und Hannover ist im Vergleich zum Ahrtal eben nicht so bergig. Das heißt, wir sind gut geschützt gegen Flusshochwasser. Dort haben wir in den letzten Jahren viel investiert. Im Bereich der IME, im Bereich der Leine ist viel gemacht worden. Brückenerweiterungen, Deichbauten sind gemacht worden, aber auch Überschwemmungsflächen. Aber wir müssen uns damit beschäftigen, was machen wir, wenn Starkregenereignisse unsere Landeshauptstadt treffen. Und dazu bereiten wir konkrete Konzepte vor und wollen also unsere Stadt bestmöglich davor schützen. Bevor wir da weiterreden, habe ich noch mal eine Wissensfrage, weil das ja immer wieder von vielen Leuten so diskutiert wird. Hochwasser gab es immer. In Hannover
1946 ein verheerendes Hochwasser, in Magdeburg und an der Elbe 2002 und 2013. Ist denn eigentlich so ein Hochwasser ein Klimaphänomen oder hat das doch noch ganz andere Ursachen? Naja, ich glaube, Hochwasser wird es immer geben und gab es immer. Aber die Gründe für Hochwasser, die verändern sich. War früher Hochwasser vor allen Dingen mit Schneeschmelze verbunden aus dem Harz? Stellen wir ja fest, dass man den Schnee im Harz zum Teil suchen muss. Wir stellen fest, dass zum Beispiel Talsperren viel weniger gefüllt sind, als sie dort sind. Wir stellen fest, dass Dürresommer und Hitzeperioden viel enger zusammenrücken. Also insofern ist das so, dass wir merken, dass Extremwetterereignisse zunehmen. Das lässt sich auch empirisch beweisen. Also insofern ist das so, dass wir das nicht von der Hand wischen können. Mhm. Natürlich wird es Hochwasser immer wieder geben auch. Das liegt in der Natur der Sache. Aber ich glaube, wir sind in einer Zeit, in der der menschgemachte Klimawandel für uns alle spürbar wird. Sie sagten eben schon, das Phänomen ist eigentlich der Starkregen. Und Sie hätten auch schon Fürsorge oder Pläne dafür getroffen. Können Sie das mal ein bisschen näher sagen, was da schon in Hannover läuft, als Vorsorge gegen so Starkregenereignisse? Genau. Also worum es vor allen Dingen geht, ist ja, es gibt ein Wetterband, was über Hannover zieht und was innerhalb kürzester Zeit große Regenmengen dann eben auf die Stadt niederkommen lässt. Und dann haben wir allesamt das Problem, dann hilft ein größeres Kanalrohr eigentlich nicht weiter. Kommt alles wieder hoch. Entweder das deswegen müssen wir unsere Stadt viel intelligenter planen. Das heißt, wir brauchen die Möglichkeit, dass das Wasser besser versickert. Das ist etwas, das weniger abfließt, zum Beispiel, indem wir Regenwasser nutzen, indem wir Gründächer zum Beispiel vorsehen, die den Abfluss drosseln, indem wir aber auch Stadtgestaltung sehr anders machen. Also ein Beispiel an der Glocksee, da gibt es einen ganz wunderbaren Park, den jeder mag, in dem sich die Leute gerne aufhalten und gar nicht merken, dass es eigentlich ein Hochwasserschutzprojekt ist. Bewusst oder ist das irgendwann jetzt so natürlich gewachsen, sagen wir, oder ist das bewusst angelegt als Hochwasserprojekt? Ganz bewusst als Hochwasserprojekt angesiedelt, um dann, wenn das Wasser kommt, dem Wasser Raum zu geben. Und so ähnlich müssen wir unsere Stadt auch gestalten. Es braucht eine ganz verschiedene Maßnahmen. Das fängt im Privaten an, dass Grundstückseigentümer gehalten sind, eine Rückstausicherung zum Beispiel vorzusehen, um einfach Rücksteuereignisse vorzubeugen. Dann wird es darum gehen, wie wir Straßen und Plätze gestalten können, dass sie temporär Wasser aufnehmen, auch Grünflächen zum Beispiel, um es dann gedrosselt wieder abzugeben. Das wird wichtig sein. So das Prinzip einer Schwammstadt, das ist eigentlich so das ganz Gute. Schwammstadt, das hört sich gut an, die das Wasser aufsaugen. Genau, was Wasser speichert in Zeiten, in denen es trockener wird und dann einfach dazu beiträgt, dass Bäume beispielsweise genug Wasser bekommen. Aber auf der anderen Seite in Phasen, in denen es stark regnet, auch dafür sorgt, dass wir kontrolliert das Wasser ableiten können. Haben Sie denn da sozusagen einen Masterplan in der Schublade, der jetzt vielleicht von den Ratsgremien mal ein bisschen vorangetrieben werden müsste? Oder wie stelle ich mir Ihre Vorsorge davor? Ja, wir sind ja schon seit langem dabei in Forschungsprojekten, wo wir uns beteiligen, wo man Frühwarnung zum Beispiel betreiben möchte oder andere Dinge. Und wir diskutieren gerade innerhalb der Stadt ein Vorsorgekonzept, bei dem es genau darum geht, interdisziplinär zusammenzuarbeiten. Denn Wasser macht nicht an Zuständigkeiten Halt, sondern, und erwarten die Bürgerinnen und Bürger auch zu Recht von uns, dass wir als Stadt eine gesamtheitliche Lösung parat haben. Das haben wir vorbereitet, das diskutieren wir derzeit. Und deswegen ist es uns wichtig, dass wir hier auch ganz klar sagen, wir wollen Hannover bestmöglich auf solche Ereignisse vorbereiten. Naja, Klimaschutz wollen alle, aber wenn man fragt, wie wollt ihr es bezahlen, da sind ganz viele sehr zurückhaltend mit dem Bezahlen des Klimaschutzes. Wie ist denn so die politische Unterstützung für diese wirklich sehr einleuchtenden Pläne, die Sie gerade gesagt haben? Naja, das ist halt eben wichtig. Ich glaube, die Politik hat verstanden, dass sie uns auch die Rahmenbedingungen schaffen muss. Politik schafft
dort einfach Lösungen, damit wir uns auf diesem Weg machen können. Und das ist wichtig. So sind zum Beispiel, ist derzeit das niedersächsische Wassergesetz einfach in der Diskussion. Und dabei ist es zum Beispiel wichtig, dass man die richtigen Lehren aus den Hochwasserkatastrophen, die wir gerade erst erlebt haben, zieht und einfach auch die Möglichkeit gibt, dass wir diese Vorsorge auch betreiben können. Und da braucht es eine klare Verankerung und klaren Auftrag auch dazu, denn diese Ereignisse sind einfach real. Sie sind auch in der Umgebung von Hannover schon eingetreten, auch in Hannover selber, und deswegen ist das wichtig. Wenn ich diese Gesetzesinitiative Starkregenvorsorge, an der Sie ja maßgeblich mitarbeiten, richtig verstehe, ist doch das Ziel, dass Gebühren erhöht werden dürfen, um diese Starkregenvorsorge auch richtig zu finanzieren. Habe ich das richtig wiedergegeben? Das ist ein Aspekt davon. Derzeit ist es in Niedersachsen unklar, anders als in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, ob die Kosten für eine Vorsorge über die Gebühren finanziert werden können. Und da geht es zum Beispiel darum, dass wir Grundstückseigentümer und Bürgerinnen und Bürger vernünftig beraten wollen, die zu Recht Fragen haben. So, dazu muss auch Personal eingestellt werden, und das ist unklar. Und so wie eine Polizei zum Beispiel über Einbruchschutz informiert und Prävention betreibt, so ist das genauso wichtig, dass wir aus Starkregen-Gefahrenkarten zum Beispiel die richtigen Rückschlüsse ziehen. Denn es kommt ja sofort die Diskussion, welche Maßnahmen wir ergreifen. Herr Görn, ich sehe, Sie brennen für Ihre Aufgabe, Sie brennen aber auch für den Freundeskreis. Was ist so Ihr innerer Antrieb, Ihr innerer Motor für diese beiden Aufgaben? Ich glaube, eine Neugierde ist das eine. Und auf der anderen Seite braucht es immer Menschen, die bereit sind, ein Stück Zukunft zu gestalten. Und das ist etwas, was mich antreibt, was Freude bereitet dazu. Und insofern, das ist so der Motor, das ist die Energie, die dann vielleicht einfach auch die Augen ein bisschen zum Glänzen bringt. Dann wünsche ich Ihnen, dass diese Energie richtig lange anhält, zum Wohle dieser Stadt auf verschiedenen Ebenen. Schön, dass Sie da waren. Danke und weiter viel Erfolg. Vielen Dank. Wir sehen uns wieder in 14 Tagen. Bis dahin, machen Sie es gut.